Fragen, wer Sie sind? Ja. Sie sind nicht Matti Sivi, ne? Matti nee. Sivi, der den Film ins Internet setzt mit den Schiffen in Hamburg. Nein, nee, wir sind Hafen, so. Hamburg Hafen Live sind wir. Ach so, okay. Ganz genau, das sind wir. Und jetzt sind wir auch gerade live. Das stimmt. Und ja. Sie dabei. Und morgen was in der Zeitung? Oder kommt es in Hamburg schon? Nein, das hat nichts mit Zeitung zu tun. Das so. Ist, läuft auf YouTube. Ach so, okay, ja. Gut. Also Hamburg Hafen Live eingeben. Genau, Hamburg Hafen Live eingeben und dann, genau, dann läuft das. Gut. Dann hätten Sie gar nicht herkommen brauchen, hätten Sie doch zu Hause gucken können. Ja, moin Leute. Ich kenne hier. Hier sind wir wieder und etwas früher als erwartet. Die Explorer One sollte eigentlich um 17 Uhr ablegen. So war es zumindest im Internet verkündet. Dann haben wir aber heute die Info bekommen, dass es doch 16.30 Uhr wird. Und ja, vor wenigen Minuten ist auch schon der Lotse an Bord gegangen. Die Linesmen, die sind auch schon da. Also die warten darauf, dass sie gleich die Leinen losmachen können. Und ja, ich hoffe, dass wir euch hier einen wunderschönen Livestream wieder präsentieren können. Ja, das von gestern, das werden wir wahrscheinlich nicht toppen können. Das war wirklich sensationell, was da los war. Und ja, ich bitte höflichst Robert zu entschuldigen. Denn ja, der kriegt das zeitlich nicht auf die Reihe. Vielleicht kommt er nachher noch dazu, aber das ist einfach mit seinem normalen Job um diese Uhrzeit. Ja, wollen wir mal hoffen. Vielleicht kommt er noch dazu. Ja, die Explorer One misst neu das Schiff. Also ich glaube, hatte im August gerade die Jungfernfahrt und ist jetzt so auf ihren ersten Reisen. Ich weiß gar nicht, ob das noch Teil der Jungfernfahrt ist, ich glaube nicht. Wirklich ein sehr schönes Schiff. Ihr seht es jetzt im Moment erstmal nur von hinten. Aber wenn ihr das dann gleich von der Seite seht, dann ja, werdet ihr sehen, dass es wirklich, also ich finde es schon sehr, sehr hübsch. Ist, glaube ich, auch echt Premium, oberste Luxusklasse. Absolut. Ja, wir haben ein schönes, gleichmäßiges Quietschen im Hintergrund, da wir hier am Dockland sind. Und es ist ein bisschen Wind, dadurch haben wir so ein ganz, ganz klein bisschen Welle. Das reicht aber vollkommen aus, um den Anleger am Dockland langsam auf und ab zu bewegen. Und deshalb haben wir jetzt ein Dauerquietschen im Stream. Aber so ist das halt. Das gehört dazu. Das ist halt Hamburg Hafen Live. Das ist ein schönes Geräusch, oder nicht? So herrlich. Ja, ja, ein bisschen nervig ist es auf Dauer schon, oder? Also so ein bisschen, finde ich, ist es schon nervig. Ja, da musst du wieder den Hafenkapitän fragen. Ich darf fahren. Hier gar nicht zu nah ranzoomen, denn ich sehe gerade, dass da Leute im Pool sind. Die sind da am Baden. Ich weiß gar nicht, der eine sieht aus, als ob er da nackt am Baden ist. Nein, der hat eine Badehose an. Der hat eine Badehose an, okay. Ja. Aber ja, wir wollen da mal nicht zu nah ranzoomen. Ich glaube, das wäre nicht fair. Aber hier seht ihr auf jeden Fall schon mal die Hamburg Linesmen. Ja, und ich sehe, es ist auch schon wieder ein bisschen was los. Klar, das von gestern, ja, das werden wir nicht toppen. Und die Uhrzeit, die gehört natürlich auch, oder die zollt natürlich auch ihren Tribut
Das heißt, ganz so viele Zuschauer werden wir nicht sein. Trotzdem freue ich mich riesig, dass wieder so viele von euch den Weg hierher gefunden haben. Und was wir ja auch noch auf dem Programm haben, ist, ja, wie kann es anders sein, eine AIDA. Da hinten in Steinwerder, da liegt noch die AIDA. Ich verwechsel sie immer. Ist es die Prima? Die Perla ist es. Eine mit P. Genau, also die Perla ist es. Und ja, natürlich ist auch im Hafen einiges los. Die Fähren sind wieder unterwegs. Übrigens eine sehr spaßige Geschichte gestern mit der Bewertung der Anlegemanöver. Das werden wir bestimmt irgendwann nochmal wiederholen. Also das fand ich persönlich wirklich sehr, sehr witzig. Ja, jetzt warten wir darauf, dass das hier gleich losgeht. Man weiß es immer nicht so ganz genau, wie lange das Ganze dauert. Aber normalerweise sind die Kreuzfahrer immer verhältnismäßig pünktlich. Und wenn die Linesmen schon da sind, dann kann das eigentlich alles nicht mehr sehr lange dauern. Aber es ist wirklich ein wahnsinniges Luxusschiff. Ihr seht das ja jetzt nicht. Also die Kabinen haben, glaube ich, auch so Jacuzzi. Das, glaube ich, die Präsidentenkajüte, würde ich mal sagen. Die hat auch einen Pool. Ich weiß nicht, ob wir das nachher vielleicht noch mal zeigen können. Den Pool? Ja, ja, wenn da keiner drin ist. Also ja, wenn da jetzt Leute, also das sieht wirklich aus, als ob der keine Badehose anhat. Da will ich jetzt nicht reinzoomen. Ich weiß, ihr hättet das kannst du den Leuten noch nicht antun. Ich weiß, ihr hättet da größten Spaß dran, Leute. Aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen fair sein, dass wir da jetzt nicht einmal die große Brennweite ausfahren. Ja. Gut, ein bisschen Zeit haben wir noch. Entspannen uns ein bisschen. Ich hoffe, die Technik läuft. Vielleicht mal kurzes Feedback, Bild und Ton. Passt das? Da freue ich mich immer drüber. Aber ich hoffe, dass wir die Technik mehr und mehr in den Griff bekommen. Und ich habe das erste Mal von einem Stream zum anderen nichts am Setup geändert. Ha! Premiere. Ja, hier kommt auch die Frage, was denn eigentlich mit der Gorch Fock ist. Also das war ein Datenfehler. Auf der Schiffsankunftsseite war angekündigt, dass die Gorch Fock heute kommen sollte. Ich konnte das nicht so richtig glauben, weil normalerweise sowas halt auch immer sofort in den Medien ist. Mopo, NDR, die berichten über solche besonderen Events und man hat da überhaupt nichts drüber gefunden. Von daher habe ich schon erwartet oder angenommen, dass das irgendwie ein Fehler ist. Und naja, gestern Abend, als sie nach Hause kam, war sie noch nicht abgefahren. Da wäre es schon knapp geworden und stand als 6 Uhr heute früh Ankunftszeit. Konntest du dich ganz beruhigt ins Bett legen, ne? Ja, genau. Und von daher ganz entspannt. Aber gut, haben wir halt hier, die Explorer One. Vielleicht könnte ja auch einer der Spürnasen oder Superdetektive mal rausfinden, wo die hinfährt. Wir haben es nämlich schon probiert und nichts gefunden. Ja, genau. Aber irgendeiner wird es rausfinden. Vielleicht findet ne? jemand heraus, wo die, was das Ziel ist. Meistens, ich weiß moin. Nicht. Moin. Meistens. Einfach ein bisschen was für eure Kasse. Oh, das ist aber lieb. Mensch, das ist aber lieb hier. Ja, wir haben wieder einen Besucher hier und bereitet uns eine kleine Spende, eine Live-Spende. Das ist ja lieb. Vielen, vielen Dank. Ja, vielleicht weiß jemand, wo sie hinfährt. Ich habe das nicht rausgefunden. Bei Marine Traffic sieht man es meistens erst. Bist du auch immer im Chat aktiv und so? Nee, ich gucke immer nur zu. Also bei Marine Traffic sieht man es meistens erst, wenn das Schiff abgelegt ist. Dann ist der nächste Zielhafen angegeben. Sehr cool. Vielleicht kann ja mal jemand nachschauen und wir finden es heraus. Macht mir heute kaum, wenn die raus sind, ja, ne? Genau, also die läuft, also die Linesmen sind schon da. Ja. Das geht in den nächsten 10 Minuten wahrscheinlich los hier. Ja. Was Kleines für dich. Du machst das echt toll. Mach uns weiter. Ja, danke, danke dir. Das freut danke. Uns natürlich. Ciao. Tschüss, danke. Tschüss. Was war gestern für ein besonderes Erlebnis, was nicht zu toppen ist? Das kannst du theoretisch nachgucken auf unserem YouTube-Kanal. Ja, gestern waren wir auf der anderen Seite. Es sind ganz viele Kreuzfahrtschiffe ja gestern rausgefahren. So zur Unterhaltung für Hafenverrückte, sag ich mal. Gut, also Vielzahl. Ja, es war jetzt kein großes Ereignis, war nicht. Kein Joke. Doch, gestern war ein großes Ereignis. Aber nicht die Titanic ist nicht wieder aufgetaucht und ist da vorbeigefahren. Nein, aber wir sind fast abgesoffen gestern im Stream. Gangway wird zurückgefahren. Ja, genau. Die Gangway wird schon eingefahren, das seht ihr da auch.
Wer jetzt nicht an Bord ist, der hat ein Problem. Ich würde mich freiwillig opfern, um mitzufahren. Und ich muss mich dann um die Hunde kümmern. Ja, das schaffst du schon. Aber guck mal, die hat sogar Leinen in Schiffsfarbe. Ja. Mit so schönen roten Schutzüberzügen. Aber ich würde dann doch gerne diese Kabine mit dem Pool nehmen, wenn es geht. Ja. So, haben wir denn schon rausgefunden, wo sie hinfährt? Nächster Hafen Rotterdam steht hier, Robert. Robert Kröber. Glauben wir einfach mal. Ja, kann doch auch sein. Warum ja, Tourni bestätigt es auch. Also Rotterdam ist wohl der nächste Hafen. Sehr cool. Ja, danke für die Info. So, da wird noch einmal Tschüss gesagt an der Gangway. Ah, tolles Seemannsgarn haben die da in Marineblau. Ich sag ja immer, die Farbkombination Marineblau mit Rot, die ist top. Aber Gelb finde ich jetzt auch nicht so schlecht dazu. Du meinst eine Seite Rot und eine Seite Gelb? Ja, ja. Das kann man machen. Das wäre eine Option. Also Bestellung könnt ihr aufgeben hier, ne? Ja, ja. Ja, Richard, vielen Dank, dass du Bild und Ton heute besonders gut findest. Ich muss dazu sagen, was wir natürlich heute auch haben, wir sind sehr nah dran an dem Schiff. Gestern hatten wir wirklich das Problem, dass wir über eine extrem große Distanz gefilmt haben. Und wir hatten das ja ausgemessen, bis zur Elbphilharmonie 6 Kilometer. Jeder, der fotografiert und filmt, der weiß, dass das einfach ein Problem ist mit den Luftmassen dazwischen. Jetzt sind wir relativ nah dran, wir haben schönes Wetter. Die Sonne kommt von hinten, also wir haben einen schönen Kontrast. Das hat eigentlich dann auch nicht so wahnsinnig viel mit der Kamera zu tun. Das sind einfach sehr gute Lichtbedingungen. Und ja, da freuen wir uns natürlich. Sag mal, stört das eigentlich, wenn wir den Schirm so ein bisschen da im Bild irgendwie mit aufspannen, ne? Nee, und hier, die Selfie-Kamera ist ja nicht an. Die kann ich auch mal umdrehen, das ist ja meine Zweitkamera quasi. Ach, ich dachte, die Leute können uns wenigstens sehen, was wir hier für Blödsinn machen. Nein. Was? Nur auf Anfrage. Habt ihr wieder das Beste verpasst? Nein. Doch nicht die ganze Zeit die Selfie-Kamera an. So ein Blödsinn. Ja, hier unten ein Bötchen von der Bootsvermietung Hamburg. Sind wir da nicht auch schon mal mitgefahren? Genau, da haben wir auch schon mal gemietet. Die sitzen da in Moorburg. Und ja, die gucken sich das Spektakel hier mal ein bisschen an. Ist übrigens sehr schön, wenn man da in Moorburg so ein kleines Boot mietet. Dann muss man durch die Moorburger Schleuse und wenn man da mit so einer kleinen Nussschale drin ist und dann aber dann noch so ein größerer Dampfer mit reinfährt, ja, muss man schon mal geübt ja, haben. Ja, das war doch ein Alsterdampfer oder eine Barkasse. Nee, ja, das war irgendwas, ja, also Alsterdampfer fahren da ja nicht, aber so die Größe doch. Weißt du, was das war? Das war dieser Alsterdampfer, der die Tour da zur Bille macht. Der fährt okay. Da nämlich lang, der fährt da hinten am Rathaus irgendwie durch die Schleuse, dann fährt er in die Elbe und dann fährt er Richtung Süden. Ja. Oh, du, cool. Das ist eine sehr coole Tour. Auf jeden Fall kommt einem dann so ein Alsterdampfer richtig groß vor. Der kam auch noch hinter uns, weißt du? Ja, der kam hinter uns und dann kam auch eine Durchsage in der Schleuse, wir müssen weiter nach vorne. Da ist dann schon so ein Aushilfskapitän wie der Paddy etwas im Stress. Oder so ein Leichtmatrose, würde ich eher sagen, ne? Ja, mal gucken, ob sich da unter Deck schon was tut. Da ist auf jeden Fall schon was los bei den Leinen. Oh, jetzt seht ihr doch den Pool oben. Ich muss mal ein bisschen runter. Aber der Nackte ist verschwunden.
Also wenn es noch interessiert, wollen wir noch ein bisschen was zum Schiff erzählen? Wir haben ja nicht viel, aber... Also wenn du Infos hast, raus damit. Also. Ich musste ja Akkus laden, ich konnte mich ja nicht vorbereiten. Länge ist sie 248 Meter, Breite 32 und macht 18 Knoten. Ja. Das ist nicht schnell. Ich weiß gar nicht, was 18 Knoten... Ja. Reisegeschwindigkeit steht da, aber was heißt denn das? Wenn der Captain Bock hat, macht er noch ein bisschen schneller oder what? Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht ist sie auch in der Höchstgeschwindigkeit ein bisschen schneller. Also die Containerschiffe, die machen ja alle so 22, 23, teilweise 25 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Fahren aber größtenteils, wenn die jetzt so über den Atlantik fahren, eher so mit 16 Knoten, ganz einfach, um Sprit zu sparen. Also wie ich das so sehe, sind das auch alles nur Suiten mit Meerblick. Nur Suiten. Genau. Und die Größe beginnt bei 35 Quadratmetern. Beginnt. Beginnt? Beginnt. Nee, stand da nicht was mit 18, die kleinste? Die Größe unserer Suiten beginnt bei 35 Quadratmetern. Okay. Sie gehören damit zu den geräumigsten in der Kategorie der Luxusschifffahrtsreisen. Jo, ich komme. Ist doch noch ein Platz frei, oder? Genau unser Style. Jo, wir gehen noch mal ein bisschen raus. Ich glaube, die haben auch die Maschinen angelassen. Zumindest höre ich was. Ja, Matze fragt, an welchem Anleger wir sind. Das ist hier das Cruise... Oh, die Linesmen geben Gas. Das ist... wir sind hier am Cruise Center Terminal in Altona. Und der Fähranleger ist Dockland. Zack, ab ins Wasser die Leinen und dann werden die auch gleich... Also so dicht habe ich die Jungs auch noch nie gesehen. Ich weiß ja gar nicht, ob die Zuschauer das jetzt sehen. Das ist auch so cool. Da unten holen sie die Leinen hoch und genau über dem Kopf fängt der Pool an. Ne? Mhm. Das ist irgendwie so. So richtig laut da unten. Ne? Ja, denen, ja, die schreien da ordentlich rum. Richtig rum. Vielleicht sind die ja auch noch nicht so eingespielt auf so einem neuen Schiff, wer weiß. Ja, das kann natürlich sein. So, die eine Leine, da, die wird jetzt hochgeholt. Ist immer spannend, das ist so der Moment, wo es losgeht. Kellner, da rennt er auch die ganze Zeit rum und serviert schon Getränke. Herrlich. So, erste Leine ist gleich oben. Da kommt gleich Nummer zwei. Ja, Robert, das ist richtig. Das habe ich im Internet auch gelesen. Also das Schiff scheint von einer Kapitänin gefahren zu werden. Den Namen habe ich vergessen. Irgendwas mit S war das, glaube ich. Guck mal, Thomas schreibt noch mal, dass gestern seine Ausrüstung das überlebt hat, als das Lotsen und die Welle auf den Anleger gespült hat. Ja, ein Glück. Ja, wir haben es den Lotsen auch schon wieder verziehen. Solange keine Ausrüstung dabei kaputt geht, ist es dann doch im Endeffekt eine witzige Geschichte.
Das ist ja auch unterhaltsam, muss man ja, ja auch mal so sagen. Ne? So, jetzt geht da die Springline hoch. Muss mal versuchen, ob ich das Bild hier heller bekomme. Springline ist ja diejenige, die quasi entgegengesetzt gespannt wird. Also die Achterleinen sind die, die nach Achtern rausgehen und dann entgegengesetzt der Achterleine, das ist die sogenannte Springline. Die Achterleinen und Vorleinen, die halten das Schiff an der Pier und die Springlines, die dann immer entgegengesetzt laufen, die sind dafür zuständig, dass das Schiff nicht nach vorne oder hinten abtreibt. Ja, jetzt wird die Spring losgemacht. Sehr dunkel da unten, deshalb muss ich das also Bild gerade so ein bisschen Welt hochziehen. Also sagt gerade, es wird unscharf, aber es kommt jetzt wahrscheinlich daran. Das ist aber auch... Was, ja, ne? Es wird unscharf. Ja, das kann sein, dass das jetzt da unten, wenn ich das Bild so hochziehe, es ist wirklich sehr duster da in der Ecke. Aber ich hoffe, ihr könnt es sehen. Na, ihr seht da, wo ich eben reingefilmt habe. Schon eine schattige Ecke, aber ich wollte euch das zumindest einmal zeigen. Ist ja immer ganz interessant, auch wie so ein Schiff festgemacht wird. Aber ich finde so die Linesmen, das sind ja schon ganz coole Typen eigentlich so, ne? Oder? Ja, die kommen einfach, schmeißen ja die Leine über Bord und fahren wieder nach Hause. Job fertig. Aber wie die da so stehen, also... Haben wir auch schon öfter erwähnt, Hamburg Linesmen, eigenes Unternehmen. Sind halt die Festmacher im Hafen. Die sind nur dafür da, um Schiffe festzumachen und wieder loszumachen. Finde ich ganz interessant. Aber klar, es wird natürlich auch wenig Sinn machen, beim Terminal dafür Leute zu beschäftigen, weil dafür ist zu wenig los. Und die bedienen halt den ganzen Hafen. Das heißt, wenn die hier fertig sind, dann fahren die zum nächsten Schiff. Und so macht das dann natürlich Sinn. Beziehungsweise dann haben sie natürlich auch genug zu tun. Also Bild und Ton sind top. Ja. Ja, manchmal ist es ein bisschen herausfordernd mit dem Bild, wenn man in so eine dunkle Ecke filmt. Aber ich glaube, das ist trotzdem alles in Ordnung. So, die nächste Achterleine wird losgemacht. Ja, und oben der eine, der... Ah, warte mal, jetzt habe ich auch hier... Der ND-Filter war nicht drin. So. Da wird die Winde bedient. Also ihr seht, der steht da an so einem kleinen Steuerpult. Und über dieses Steuerpult wird der höchstwahrscheinlich die Winde bedienen, die dann die Leinen hochholt. So Linesmen in jedem Hafen? Ja. Also zumindest in allen, wo ich war. Ich kann dir aber nicht sagen, ob das in jedem Hafen eine eigene Company ist oder ob es da vielleicht auch mal von den Terminals Leute gibt.
ja, trotz der Uhrzeit, aber doch gut besucht, der Stream. Vielen Dank, Leute. So, jetzt seid mal ehrlich, wer guckt mit einem Auge während der Arbeit? Das ist doch eine super Beschäftigung, wenn es auf der Arbeit langweilig ist, oder? Ich finde auch. Ist besser als Arbeit. Manfred hat auch wieder den Weg hergefunden. Ja, vielleicht mal ein bisschen drumherum zeigen. Segler. Ist schon einiges los. Im Hintergrund kommt die Mare Frisium. Vielleicht zeigen wir die mal etwas näher. Ist ja auch ein sehr schönes Schiff. Für Events gemietet werden, habe ich auch schon 2-3 Mal drauf fotografiert. Firmenveranstaltungen, Hochzeiten und ähnliches. Nein, die Lotsen haben sich noch nicht entschuldigt. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, fairerweise, die Lotsen fahren ja nicht die Boote. Also die Boote werden ja von der HPA bereitgestellt. Das heißt, wir müssen uns eigentlich bei der HPA beschweren und dem Schiffsführer da und nicht bei den Lotsen direkt. Hier haben wir von Thomas noch ein paar Infos. Vielen, vielen Dank. Private Terrassen mit eigenem WLAN-Router. Ist das ein Wink mit dem Zaunpfeiler? Das ist ein Arbeitsschiff. Dass man da von der Balkonterrasse dann auch streamen kann. Weil ich denke mal, sobald die auf See sind, wird das dann irgendwann schwierig mit dem Datendurchsatz. So, eine Leine ist noch. Manfred fragt, ob die Mitarbeiter von gestern Niklas Lotsen und Fischbrötchenbringer auch heute mit dabei sind. Ich glaube nicht. Also das weiß ich nicht. Also Niklas hatte gestern Sonntagsdienst. Keine Ahnung, ob der heute auch wieder unterwegs ist. Ich denke mal, dass ich heute sowohl der Lotse als der Fischbrötchenholer und der Entertainer und Bespaßer bin, oder? Also solange du der Fischbrötchenholer bist, reicht dir das, ne? Reicht mir das. Das dachte ich mir. Ja. Ja gut, wenn man jetzt mal auf die Uhr guckt, 16.45 Uhr. Wären wir mit 17 Uhr dann wirklich Abfahrt, doch knapp gewesen. Also wenn wir die Info nicht noch bekommen hätten vorab. Also
Also der Thomas schreibt, dass man wohl auch auf Seeempfang hat da. Ja, das kommt halt immer drauf an, wie die ausgerüstet sind. Ne? Es gibt natürlich mittlerweile sehr gute Satellitenverbindungen und wenn die den Gästen zur Verfügung gestellt werden, dann hat man eventuell auch wirklich einen guten Datendurchsatz. Kommt ja auch darauf an, in welcher Auflösung und mit welcher Datenrate man streamt. Und ist ja auch nicht jeder so bekloppt wie ich. Und er sagt auch, dass man sich sein Essen schön auf die Suite bringen kann, herrlich, oder? Ja. Und es gibt ein unbegrenztes Getränkeangebot inklusive Weine. Ob die auch Kiezmischer haben? Das wäre jetzt mal interessant. Finde ich aber auch. Also ich meine, also aber ohne Kiezmische. Ja, und ihr seht, das Schiff ist schon in Bewegung. Also Leine los und zack haben wir schon einen Abstand. Also sie ist schon los von den Fendern. Auf der einen Seite hängt noch die Springline ein bisschen raus. Das heißt, ab die Luts. Ja, ein Horn heißt ja immer so, Achtung, geht los. Vielleicht kriegen wir gleich, wenn sie gedreht hat und losfährt, noch drei Hörner zu hören. Hörner hören. So, und die hat sogar Heckstrahlruder. Also eben war die Frage, ob die mit Schleppern fährt. Und ihr seht, da sprudelt es ordentlich raus. Das heißt, dieses Schiff hat nicht nur Bugstrahlruder, sondern auch Heckstrahlruder. Und ist dadurch natürlich extrem manövrierfähig. Und wenn wir das jetzt mal im Großen uns angucken, dann seht ihr auch, wie flott die wirklich mit dem Hintern von der Pier loskommt. Ja, hier schreibt jemand, der war auch schon auf dem Schiff und kann es sehr empfehlen. Ich darf nicht vergessen, gleich ein Foto zu machen, damit ich wieder was für meine Marine Traffic Sammlung habe. Und dann mach das nimmer, lieber jetzt schon die Kamera. Nein, sonst vergisst du es wieder. Ja, von vorne. Oder meinst du ein Foto von hinten? Ja, eins kann man ja mal machen. Sie ist noch etwas dicht dran. Ja, aber wirklich ein ganz schönes Schiff, muss ich sagen. Ich mag die Lackierung, dieses dunkle Marineblau vom Bug, rote Zierstreifen, so ein ganz bisschen Gold da mit drin. Haben sie schon ganz schick gemacht. Kai, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht so im Detail sagen, ob das Heckstrahlruder sind oder 360-Grad-Gondeln. Ich gehe aber davon aus, dass es Heckstrahlruder sind, weil nämlich dort hier diese Symbole sind, die halt auch bei den Bugstrahlrudern sind. Also hier seht ihr einmal diese Kreise mit dem Kreuz in der Mitte. Habe ich eben eigentlich Bugstrahlruder zum Heckstrahlruder gesagt? Ach, ist egal, ihr wisst ja, was ich meine. Also auf jeden Fall scheinen da zwei Heckstrahlruder zu sein und daneben dann der Propeller. Und das kann natürlich sein, dass die antriebsmäßig da einen schwenkbaren Propeller hat. Das kann ich euch nicht sagen, so genau habe ich da nicht recherchiert. Welche Knöpfe hat Robert gestern noch gedrückt, die man nicht drücken darf? Ja. Herrlich. So, ich hoffe, dass sie jetzt nicht zu weit rückwärts fährt, denn hier rechts an der Seite haben wir wieder so einen schönen Dalben, der uns ein bisschen ärgert bei der Sicht. Marc, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Dankeschön. Aber die Fischbrötchen haben euch auch wirklich gestern das Leben gerettet, oder? Fischbrötchen gestern waren der Knaller. Also das war wirklich der Knaller. Wenn du willst, kannst du das auch nehmen und da Chat gucken. Nee, ich gucke ja da. Das geht perfekt.
musst du ja sonst die ganze Zeit in der Hand halten. Genau. Ich glaube, die haben noch mehrere Schiffe im Bau, wenn ich das auf der Webseite richtig gelesen habe. Die bauen gerade. Die erwarten, glaube ich, noch zwei Schiffe oder sogar drei. Aber wenn man das jetzt mal so sieht, ne, aus der Perspektive, ist schon cool. Auch diese ganzen Suiten mit Meerblick, das ist schon. Ja, ich finde, die sieht vor allem halt auch so ein bisschen klassisch aus. Ja. Ne? Sieht nicht aus wie so ein. Ja, wie so ein fahrender Vergnügungspark, sondern es sieht halt aus wie ein Schiff. Also wirklich jede Menge Balkonsuiten hier. Ja, die haben ja alle diese Balkonsuiten. Gibt es gar keine ohne? Nee, also so habe ich das verstanden aus der Beschreibung. Guck mal, unser Freund kommt wieder. Oh, unser Freund. Ihr kennt ihn schon. Heute hat er aber Popmusik, sonst hat er immer so schöne Schiffsklassiker an, ne? So, sie fährt ein Stückchen vorwärts, weil da vorne ist natürlich mehr Platz. Und was sehe ich da hinten? Es ist ja ein Erstanlauf in Hamburg. Es sieht so aus, als ob es ein bisschen Fontänenbegleitung gibt. Zumindest aber kommt da hinten die fahrende Super Soaker. Aber einer fragte vorhin noch, ob die bei der Elfi dreht. Kann das auch sein? Meinst du, dass die noch mal also, so eine Ehrenrunde dreht? Also es dreht? Hat da einer gefragt, ob die bei der cool, Elfi dreht. Das weiß ich natürlich, das natürlich jetzt cool, nicht. Das wäre natürlich cool, wenn sie das macht. Also da hinten kommt auf jeden Fall die fahrende Wasserfontäne. Ist wahrscheinlich die Prag oder die Dresden. Weiß nicht, ob. Oder vielleicht sogar die Branddirektor Westphal. Also der Typ mit dem Gummiboot ist echt der Hammer. Ja. Ja, die schwimmende Disco, Guido, richtig. So, und der holt sich auch die Pole Position da. Der will ein bisschen Spaß haben. Matze, vielen, vielen Dank. Danke, Matze. 2 Euro in die Jukebox. So, gucken wir mal, ob wir hier was geboten bekommen. Also, sie fährt auf jeden Fall in Richtung Elbphilharmonie. Ja, da spritzt Wasser. Ich mache euch mal ein größeres Bild. Da hinten seht ihr das, weil das Schiff mit der Fontäne scheint nicht näher zu kommen. Ja, dann machen die vielleicht tatsächlich eine Ehrenrunde. Das wäre natürlich sehr schön. Das wäre natürlich wirklich ein Highlight. Mensch, was für ein Glück. Was haben wir wieder für? Das kommt, weil ich wieder mit bin. Dann hast du immer Glück. Ja. Oh, das darf ich Robert gar nicht erzählen. Das darf der sich gar nicht angucken. Naja, aber ihr habt ja gestern auch genug Glück gehabt. Und da war ich auch nicht dabei, ne? Also eine Überflutung habe ich. Das Schiff kommt noch nicht aber bekommen. Doch näher. Der fährt da hinten so einen Bogen. Okay. Deshalb. Aber auf jeden Fall scheint sie doch ein Stück Richtung Elfi zu fahren. Ja, das ist natürlich toll. Ist für die Gäste toll an Bord. Die kriegen dann natürlich ein bisschen Hamburg geboten. Und für uns ist es natürlich auch toll. Sie wird dann da einmal gleich verschwinden. Und ja, dann sehen wir sie vielleicht frontal mit Fontäne. Mensch, es läuft ja heute wieder. Wie geschmiert. Ja. Ja, also ich denke, sie wird definitiv da hinten reinfahren, denn normalerweise wäre da jetzt schon das Wendebecken bzw. die breite Stelle, wo sie ganz bequem drehen könnte. Ah, guckt euch das Bild an hier mit Elbphilharmonie und allem drum und dran. Robert hat 5 Mitgliedschaften verschenkt. Robert Köber, vielen, vielen Dank. Mit unter 250 Gramm hast du das Gefühl. Ja.
Und natürlich herzlichen Glückwunsch an alle, die eine abbekommen haben. Torben steckt auch noch mal was in die Jukebox. Ja, der ist leider jetzt ein bisschen weit weg. Wir hören nicht mehr, was er für Musik hört. Aber ich glaube, sein Musikgeschmack ist schon sehr 80er Jahre orientiert. Aber weißt du, was ich glaube? Das sind mittlerweile zwei, weil der hat so ein weißes Boot. Den anderen, den wir immer hatten. Nee, das ist der gleiche. Schatz, der andere hat so ein Holzboot. Ein Holzboot mit einer, mit einer Deutschlandflagge. Und der spielt auch immer diese Shanty-Chöre. Das ist ein anderer, der hat ein weißes. Das ist vielleicht der Bruder oder so. Ja, das kann natürlich sein. Ja, bei dem ist die Musik poppiger. Aber der andere, ich zeig dir den, wenn der kommt. Ich habe den doch irgendwann schon mal gefilmt. Vielleicht kommt er da angefahren, wer weiß. Ja, das wird ja spannend, wenn wir hier noch schöne Begleitung bekommen. Ja, beim Anlauf heute Morgen um 6 Uhr hätte das wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn gemacht. Das hätte kaum einer mitbekommen. Man kann natürlich auch sein, dass sie entsprechend begrüßt wurde. Ah, Paulina hat nachgeschaut, es ist die Prag, die Wasser macht. Da. Dicke Finger. Wenn falsche Einblendungen kommen, dann dicke Finger. So, jetzt haben wir hier nochmal ein schönes Bild. Die Prag setzt sich davor, Elbphilharmonie im Hintergrund. Oh, ich krieg was zu trinken gereicht. Mensch, es gibt ja richtig Programm heute. Habe ich gar nicht mitgerechnet. Der letzte Erstanlauf, den wir nämlich hier hatten, die Vasco da Gama, da gab es kein Wasser. Aber es ist doch immer wieder schön, wenn sich auch Sachen ergeben, oder? Wie gestern mit dem Hafenfähren-Anleger-Contest oder was hattet ihr denn ganz genau am Start? Guck mal, hier fragt jemand, wem denn diese nette weibliche Stimme gehört. Mir gehört die. Ich verbinde damit eine prominente Person, aber der Name fällt mir nicht ein. Bevor wir das auflösen, würde mich jetzt natürlich wahnsinnig interessieren, welche prominente Person du mit dieser weiblichen Stimme verbindest. Du kannst ja noch mal die Selfie-Kamera anmachen. Wissen die Leute, wer hier so am Start ist. Soll ich noch mal die Kamera umdrehen? Dann, ja, jetzt haben wir ja einen kleinen Moment Zeit. Dann gibt es hier noch mal ein Bild in Bild von uns. So. Ich bin heute die Vertretung von Robert. Genau, aber das ist meine Frau Tanja. Aber vielleicht kommt er ja noch, dann übergebe ich natürlich sofort. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit einem Auge das Ganze sieht, sich jetzt im Chat nicht meldet, ganz schnell ins Auto springt und dann hier rüber. Ich glaube auch, dass er schon mit quietschenden Reifen wieder unterwegs ist. Das wäre schön. Oh Mann. Ja, interessant. Jetzt fährt sie einmal da die kleine Runde, wird dann gleich wieder erscheinen. Wo sie jetzt genau dreht, weiß ich nicht. Könnte sein, dass sie tatsächlich bis zur Elbphilharmonie fährt. Ja. Reinhard, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen Dank. Hamburg Hafen rockt. Das ist gut. Das hören wir sehr gerne. Halt mal bitte. Ich muss hier schon mal an mein Strommanagement ran. Aber gibt es denn noch eine andere Möglichkeit zu drehen als bei der Elfi? Also naja, es kommt halt immer darauf an, wie groß das Schiff ist. Ne? Aber da hinten ist ja auch das Barkenhöft, also der Kreuzfahrtanleger. Da fahren ja normalerweise die kleineren Schiffe hin. Aber wie lang war die jetzt? 230, 234 Meter? 248, glaube ich. Oder 243. Das
Das ist ja noch überschaubar, weil was man auch mal bedenken muss, die Queen Mary, die hat ja über 340 Meter, die Queen Mary 2. Und die haben sie da vorne schon eingedockt. Das heißt, da, wo ihr jetzt auf der rechten Seite diesen Kran seht, da ist ja das große Dock von Blohm und Voss. Und da haben sie die Queen Mary schon reingeschoben. Und das heißt, die muss dann da wirklich auch einmal komplett quer zur Elbe, also ich sag mal in Richtung oder quer zur Fahrbahn gelegen haben. Deshalb sollten eigentlich 240 Meter jetzt nicht die größte Herausforderung sein. Guck mal, ich kriege jetzt auch schon... Ja, du kriegst vor allem Helga Feddersen. Nee, Frau Feddersen, Helga gibt's ja gar nicht. Ja doch, da unten schreibt, der Karl-Heinz schreibt Helga Feddersen. So, also entweder fährt sie da jetzt eine große Kurve oder setzt schon zum Drehen an. Aber wir werden das alles beobachten. Weißt du, ob man bei Blum und Voss eine Führung machen kann in diesen Docks? Ich glaube nicht. Nee, ne? Ist also nicht so offiziell. Ne? Bestimmt nur mit Insider-Connections. Aber wenn Robert doch noch kommt, dann können wir, wenn die Queen Mary weg ist, noch ein Fischbrötchen essen. Wenn Robert kommt, genau dann, wenn die hier auf uns mit der Fontäne zufährt, hier kommt, sein Foto macht, und dann Hallo sagt, dann schmeiße ich ihn in die Elbe. Dann kommt aber guck mal, toll, mit der Cap San Diego da hinten. Schon ein schönes Bild. Unifuchs fragt, wann wieder ein großes Containerschiff kommt. Kann ich dir nicht sagen. Ich gucke normalerweise immer nur so ein, zwei Tage im Voraus. Aber lange kann das nicht dauern. Tschüss, Marc. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Tschüss. Jörg, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Dankeschön. Stell dir mal vor, du hast das Schiff jetzt verpasst und kommst und siehst noch, wie sie da dreht. Dann kannst du dich auch hier nur hinstellen und winken wie die Queen, oder? Mhm. Ja, aber guck mal, hat schon was Majestätisches. Also es ist so ein bisschen von der Lackierung. Das ist klassisch. Also klassisch, das ist also halt, toll. Ich glaube, das macht auch die Queen Mary 2 aus, dass sie halt so klassisch aussieht und nicht wie so ein... Ja. AIDAs sehen halt aus wie Phantasialand. Damit wäre deine kostenlose Reise auf der AIDA auch schon mal gestrichen gerade. Also wieder schön in die Scheiße geredet. Ja. Herrlich. Ja, das nenne ich mal eine Hafenrundfahrt. Oder? Das ist eine Hafenrundfahrt. Also es ist schon faszinierend, dass die wirklich da hinten reinfahren, da drehen. Also das ist schon, muss ich sagen, ist auch echt toll für die Gäste. Ja, also ist natürlich für die Hamburger, ich denke an den Landungsbrücken ist jetzt auch viel los. Ja. Für die ist das toll, aber natürlich auch, wenn du auf dem Schiff bist, weil ich kann mir auch vorstellen, dass da viele sind, die nicht aus Hamburg kommen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier so ein typischer Einstiegshafen war, wo viele Gäste an Bord gegangen sind. Oder ob das jetzt eher so ein Zwischenstopp war, wo viele dann einen kleinen Landgang gemacht haben. Aber es ist ja auch schön für die Hamburg Hafen Live-Zuschauer. Es ist. Die hast du fast vergessen dabei. Die sitzen immer in der ersten Reihe. Die Hapag-Lloyd-Fähre. Gestern mit Niklas hat es dann noch aufs Thumbnail geschafft. Yves, vielen, vielen Dank. Guck mal, der Schatz, das Kompliment ist für dich. Du bist schöner als Helga Feddersen. Dankeschön. Aber ich glaube, das ist auch nicht so schwer, oder? Ja, aber...
Aber Helga Feddersen ist halt ein Hamburger Original gewesen. Oh. Ne? Das war aber eine 3-, das Anlegemanöver. Das war bestimmt nicht Niklas. Ja. Ich hätte jetzt hier noch mal eine Kamera auf den Anleger richten müssen. Warte mal, vielleicht kriege ich das sogar hin. Vielleicht kriege ich das hin. Ich baue mal die zweite Kamera um. Vielleicht kann ich die euch auf den Anleger geben. Im Moment passiert da hinten ja eh nicht viel. Die Explorer ist gerade verschwunden. Ich habe hier leider nichts, wo die Klemme gut dran passt. Doch, so geht's. So, jetzt brauche ich nur ein langes Kabel. Also Schatz, vielleicht habe ich ja auch den Beruf verfehlt. Also vielleicht sollte ich noch zum Fernsehen oder zum Radio. Ja, hier, fang mal an als Kabelhalter. Ja, jetzt bin ich ja Kabelhalter, das hätte ich nicht sagen sollen. Ja, jeder muss klein anfangen. Aber jeder fängt klein an, ne? Das ist so. So, jetzt stecken wir das. So. Jetzt muss ich das nur hier irgendwie festmachen. Aber da können die Zuschauer auch besser die Fähren beurteilen. Ja, ja, genau. Dann können wir die hier quasi als Rückspiegel gleich anschmeißen. Ich muss nur gerade die Kabel etwas vertüdeln, sonst ist hier alles im Weg. Doch, der Bollerwagen ist mit, den sieht ihr noch nicht. Ja, das Problem ist, dass wir hier ein hohes Geländer haben und der Bollerwagen zu tief steht. Deshalb können wir die Kamera da nicht festmachen. Aber... Guck mal, jemand fragt, ob Robert an der Elfi bereitsteht. Das wäre es natürlich jetzt noch gewesen. Das wäre cool. So, Frage ist nur... ob ich jetzt auch noch eine Powerbank-Verbindung da hinten hinkriege. Dieses nutzlose Kabel, was ich hier gerade halte, ist das noch für was gut oder kann das weg? Nee, das kann weg. Guck mal, das Problem ist nur, das müsste hier oben irgendwie... Ach, guck mal hier. So. Mal ausprobieren. Oh, noch schief. Ich arbeite daran. Schief und etwas hell. Also es ist natürlich krasses Gegenlicht jetzt, aber... Es ist gerade ein Kreuzfahrtschiff ausgelaufen. Da haben wir unsere Rückfahrkamera. Ja, das kommt aber gleich wieder. Das ist zur Elfi gefahren, dreht da und dann kommt es gleich nochmal. Ich bin wieder bei euch. Das ist die Explorer One, also so ein schönes Schiff. Toll. Lohnt sich zu warten und zu gucken. Ja, danke schön. Gerne.
hier auch schon wieder los ist heute im Hafen. Ne? Ist das echt verrückt? Ja, ist richtig was los. Also man sieht jetzt auch wirklich gar nichts mehr von der Explorer. Wenn ich mal darüber schwenke. Aber die Sonne knallt, guck mal, wie das reflektiert auf den weißen Flächen von den Schiffen. Vielleicht muss ich mal hier meinen Booster einschalten, um das etwas einzufangen. So. Der Zoll ist auch schon wieder am Start. Guck mal, da kam auch schon wieder einer aus dem Kanal. Ja, der Zoll. Aber ganz leer. Mhm. Gevatter, vielen, vielen Dank. Gevatter ist auch ein super Name, finde ich, oder? Gevatter ist super. Ist super. Dankeschön. Und Info von Thomas, Fluggesellschaft. Das weiße Schiff ist Elbkristall. Heißt das so oder leuchtet das wie Elbkristall? Ja, hier passiert einiges im Hafen. Ich würde aber schon gerne so ein bisschen hier hinten drauf bleiben, dass wir dann sehen, wenn auch die Explorer wieder kommt. Wobei die ja sicherlich auch einen kleinen Moment braucht, bis sie da hinten gedreht hat. So flott geht das ja nicht. Das ist die Solar. Danke, Thomas, für die Info. Die wird hier nicht anlegen, fährt aber sehr dicht am Anleger vorbei. Mal gucken, ob die uns auch noch ein bisschen in Bewegung setzt. Motorradburner, das ist eine gute Frage, wie viele Knoten die Fähren fahren. Das müsste man aber auch auf Marine Traffic sehen können. Moli, vielen, vielen Dank. Das freut uns natürlich sehr, das zu hören. Und Fotoeinsteiger Klaus, auch dich heißen wir ganz herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Ja, unser Antrieb ist natürlich, dass wir das in erster Linie machen, weil wir da selber ganz großen Spaß dran haben. Aber ohne euch wäre das natürlich alles nur halb so schön. Das heißt, euer Feedback und euer virtueller Applaus ist natürlich auch ein großer Antrieb für uns, das hier zu machen und auch zu versuchen, immer besser zu werden. Ach, der Niklas ist auch wieder da. Niklas, what? Hast du frei oder fährst du? Du musst ja mal sagen, mit welcher Fähre. Dann kannst du durchgeben. Nein, heute machen wir keine Anlegebewertung. Das nutzt sich auch ab. Aber er kann sagen, auf welcher Fähre ist, dann können wir mal winken. Ja, aber super Info von Niklas. Je nach Tide fahren die Fähren zwischen 9 bis 14 Knoten. So, und wer jetzt mal ein bisschen rechnen möchte, ein Knoten ist ja 1,863 oder 36. Ich glaube 1,863 km/h. Denn eine Seemeile sind 1836 Meter. Und dadurch ergibt sich halt die Einheit für die Knoten. Also das Ganze mal 1,8 ungefähr nehmen. Steffen, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal.
Ja, wahrscheinlich dreht die da jetzt drei Pirouetten vor der Elbphilharmonie. Oh, Christian sitzt in der Schweiz und heißt, hat 36 Grad. Das ist auch heiß für die Schweiz, ja. Oder? Ja, Sven. Sven fragt, kann man die Fähren auch mit dem 49-Euro-Deutschland-Ticket nutzen? Die Frage hat er zwar an Niklas gestellt, aber ich kann die mal beantworten. Die Fähren sind ja hier ein öffentliches Verkehrsmittel wie Bus und Bahn. Das heißt, man holt sich hier einfach ein HVV-Ticket. Die Ticketschalter oder Automaten, die sind an jedem Fähranleger. Und von daher könnt ihr auch einfach mit einem Deutschland-Ticket auf der Fähre fahren. Ja, das und ich finde, das ist das beste Verkehrsmittel hier im Hafen. Also ich meine, allein die Möglichkeit, mal eben in den Landungsbrücken auf eine Fähre zu springen und dann in, ich weiß nicht, was die Fahrzeit ist, vielleicht kann Niklas das mal sagen, in 20 Minuten bist du Bubendei-Ufer ungefähr. Ne? Also das ist unmöglich mit dem Auto. Zumindest nicht bei den aktuellen A7-Verkehrsbedingungen. Ja, und Robert schreibt, die Explorer fährt wohl doch nach Dresden. Das kann durchaus sein. Dann musst du ja auch durch die Schleuse rennen. Muss sie in Moorburg durch die Schleuse, ja. Das ist aber erst ins Miniaturwunderland. Aber ich sehe nichts von der Explorer. Ja, viele Grüße auch nach Berlin, ne? Niklas sagt es gerade, knapp 23 Minuten. Ist vor allem dann interessant, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht nur eine Hafenrundfahrt machen, sondern ihr wollt halt auch aussteigen. Landungsbrücken drauf, Fischmarkt runter, Dockland runter, Övelgönne runter, Bubendei runter, Finkenwerder, Käffchen wieder zurück. Da kann man echt eine Megatour machen und was ich halt auch immer sehr cool finde, ihr könnt euch zum Beispiel, wenn ihr mit 2, 3, 4 Leuten unterwegs seid, holt ihr euch einfach so eine Gruppentageskarte. Kostet, glaube ich, so um die 13 Euro. Da kannst du mit bis zu 5 Personen den ganzen Tag Elbfähre rauf und runter fahren. Also das ist meiner Meinung nach echt ein Schnapper. So. Da kommt wieder eins unserer Bügeleisen. Ja, was man natürlich auch nicht vergessen darf, bei dem Wetter sind die natürlich brechend voll und alle möchten gerne auf das Oberdeck. Klar, beste Aussicht. Mein Tipp, ein bisschen antizyklisch fahren. Die Elbfähren, also ich glaube die 62, die erste, die fährt irgendwann morgens um 6:15. Wer ein Frühaufsteher ist, Elbfähre fahren zum Sonnenaufgang ist echt ein Knaller. Das ist richtig cool. Sind noch nicht so wahnsinnig viele Leute drauf. Man hat super Licht zum Sonnenaufgang. Und hat, was wollte ich sagen? Und sie ist nicht so voll. Entschuldigung. So, wir gucken aber da hinten weiter. Rudi schmeißt auch noch 5,99 in die Kombüse. Ja, Rudi, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, ist natürlich besonders toll, wenn man dann so ein paar Insider hat, wie zum Beispiel den Niklas, der auch noch mal ein paar Infos raushaut. Also sowas freut uns natürlich immer. Dadurch kann man dann das Ganze noch mal so ein bisschen aufwerten. Zu Bildaussetzer. Ich glaube, das ist das Kabel. Ja. Irgendein Kabel hatte eine Macke. Zack. Auf die Wunschliste. Ja, solange es nur kurz flackert, geht das ja noch.
Soll ich eine Kerbe reinmachen, dass du nachher weißt, welches es ist? Ja. Ja, man muss auch konsequent Kabel mit einer Macke wegschmeißen. Das kann ich ja nicht. Ich kann ja keine Kabel wegschmeißen. Ach, gib her, ich mach das für dich. So, da ist ein Kollege von Fairplay. Bild. Ein bisschen runterziehen. Ja, diese weißen Flächen, die reflektieren natürlich echt richtig krass. Das ist schon eine Herausforderung für jede Kamera. Ja, Bert, ich könnte das Bild von unten links nach oben links setzen. Das habe ich gestern mal probiert, aber irgendwie widerspricht das so meinem natürlichen Sehvermögen. Ich möchte das irgendwie unten links haben. Guck mal, da kommt auch wieder einer raus. Sah nicht aus. Das ist wahrscheinlich rechte Hand. Ja, der sitzt, ist jetzt aber gerade in einem ganz doofen Winkel hinter uns. Okay. Wir warten auf die Explorer. Motorradburner, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, wenn wir jetzt eine Diskussion anfangen, ob dieses Bild in Bild unten rechts, unten rechts hingehört, dann frage ich 200 Leute und habe 300 Meinungen. Vielleicht setze ich es einfach genau in die Mitte. Ja, hier kommt die Info, dass sie sich schon gedreht hat, die Explorer. In der Zwischenzeit kommt von Steuerbord noch die Louisiana Star. Nervt mich das Flackern vom Bild. Du musst ja nicht hingucken, es müssen ja nur die armen Zuschauer ertragen. Ja, und was ich natürlich voll verpennt habe, Mensch, Niklas ist jetzt auch Mitglied bei uns. Das ist natürlich, freut uns natürlich ganz besonders. Niklas, absolut, als ja, unser kleines Ehrenmitglied, würde ich mal sagen. Fährkapitän Niklas. Guck mal, was da für eine schöne, bunte Containersammlung. Gibt es hier gar kein Ständchen dafür? Ja. Für Niklas? Mhm. Doch, für Niklas habe ich, was kriegt der denn? Hier die Titanic. Guck mal, da kommen Lego-Steine auf einer Schute. Oh ja, tatsächlich.
Ja, und Vigo hat sich ein kleines Upgrade gegönnt auf Speicherstadt. Auch dafür natürlich herzlichen Dank. Sieht schon cool aus, wenn die Container so ein bisschen bunt angeordnet sind. Das ist ganz süß. Ich finde auch, dass Container auf einem Containerschiff nach Farben geordnet sein müssen. Hast du da irgendwie so einen Tick oder so? Das haben ja Menschen so manchmal, dass sie immer nur so Farben ordnen. Wir sind doch letztens im Hafen, sind wir doch an einem Containerlager vorbeigefahren. Da standen die alle sortiert. Alle nach Farben, ja. Also da, wo man zum Bubendai-Ufer mit dem Auto hinkommt, da ist dann rechter Hand Eurogate. Also da sieht man quasi das Eurogate von hinten. Und da gibt es einen Platz, da sind ganz viele Container gelagert, die haben sie wirklich alle nach Farben sortiert. Alle blauen, alle orangen, alle grünen, alle grauen. Sensationell, da muss ich irgendwie noch mal hin und ein Foto machen. Hatten wir doch schon geguckt irgendwie, aber es war alles eingezahlt. Ich kenne schon die Reaktionen auf Instagram. Photoshop! Ja, dann gibt es wieder was zu quatschen, das ist doch auch schön. So, wir können uns ja hier diese Schute noch mal aus der Nähe angucken. Grün, Evergreen, Orange, Hapag-Lloyd. Was sind denn blaue Container nochmal? Wer hat denn blaue Container? Ah, weiß ich jetzt gar nicht. Den Maersk hat. Ja. Atronic, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und der Motorradburner haut auch noch einen raus. Vielen, vielen Dankeschön. Dank euch allen. Komm, ich hau noch ein Horn raus. So, eben habe ich im Chat gelesen, dass die Explorer schon gedreht ist. Ich muss mir mal hier auf dem iPad auch noch Marine Traffic einrichten. Ja, Antje, HMM könnte durchaus sein, aber es gab auch noch irgendwas anderes Blaues. Oh, das ist unfair. Jetzt haut die da hinten ein Horn raus. Oh. Hört ihr wahrscheinlich nicht. Also ist wirklich ganz weit weg. Das ist doof. Das hatten wir so auch nicht bestellt, oder? Nee. Robert ist da. Robert, du solltest das wieder ausschalten, weil du sonst gleich schlechte Laune bekommst. Ja, Frank schreibt es auch noch mal, CMA, CGM hat blaue. Und Jürgen, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Na, sehen wir schon was? Nee.
nein, das hat Robert jetzt ernst genommen. Er macht aus. So war das nicht gemeint, Robert. Ich fürchte nur, dass du das Bild gleich... Ja, dass du etwas traurig bist, wenn du hier siehst, wie die Explorer mit Wasserfontänen aus dem Hafen eskortiert wird. Ja, vielleicht ist er ja auch auf dem Weg und du weißt es gar nicht. Ja, das könnte sein, dass er gleich um die Ecke kommt. Ich kann übrigens die Klappe halten. Weil ich reden soll, oder warum? Nee, aber hier schreibt gerade jemand, voll schön, wenn du einfach drauf losredest. Hast du eine positive Art. Ja, ist doch schön. Sei doch froh, dass ich mitkomme. Nicht wie der Paddy. Ja, du hast ja mal einen raus, so herrlich. Ja, ich bin ja nur Vertretung. Und ich hoffe ja, dass meine Ablösung unterwegs ist, ne? Das hoffe ich auch. Heute ist nämlich Fischbrötchen-Montag. Sonst muss ich ja meine Überstunden aufschreiben und die Robert in Rechnung stellen, oder? Wie machen wir das eigentlich? Ich habe mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Nein, ich mache das ja gerne. Ich finde das ja schön hier. Kann zwar nicht so viel über Nerdkram erzählen, aber ein bisschen was über Hamburg vielleicht. Ja, Robert scheint wohl wirklich nicht mehr zu kommen. Es ist sehr, sehr schade, Robert. Es ist wirklich schade. Aber der hat doch jetzt auch gerade erst Schluss gehabt. Hier ist wahrscheinlich von der Arbeit, ja, oder? Ich meine, jetzt normaler erst 17:30 Job. Normaler Job, Montag 17:30 Uhr. Also, das ist einfach so. Und da sage ich wieder, wir müssen einfach mit dem Hafenkapitän klären, dass die Schiffe in Zukunft später abfahren, oder? Weil der muss das doch bestimmen können, oder nicht? Ja, also da sehe ich auch schon den Mast von der Explorer, rechts vor der Elbphilharmonie jetzt. Und irgendwer hat auch geschrieben, dass die Fontäne zu sehen ist. Ja, ihr habt größere Bildschirme als ich. Ach, da unten links. Ja, da ist aber auch wenig Kontrast drin in der Fontäne. Aber dabei kann dir, glaube ich, auch der Hafenkapitän nicht helfen. Ja, ich hoffe, dass wir da gleich wirklich noch ein schönes Bild bekommen. Nicht, dass die gleich am Fischmarkt oder so rechts ranfahren und sagen, das war genug Fontäne. Ja, dann hast du den falschen Standort anscheinend. Aber es ahnt ja auch keiner, ne, dass sie da hinten erst dreht. Ja, aber für uns ist es ja gut, ne, wenn die hier vorne gedreht hätte und dann hätten wir sie nur von hinten gehabt. Außerdem haben wir so ein bisschen Entertainment, bevor die AIDA ausläuft, oder? Stimmt. Ich meine, das wäre ja schon eine lange Zeit gewesen, wenn du hier wieder hättest warten wollen. Ja. Das stimmt. So, wir sehen auch den Schornstein, beziehungsweise erstmal die Brücke rechts am Bildrand. Und da kommt auch der Schornstein von der Explorer. Ich hoffe, dass es hier nicht eine Dusche von der Fontäne gleich gibt. Oh ja. Na, das glaube ich auch nicht, oder? Nee, das können die nicht machen. Haben wir denn ja, Plan da kommt B? Sie um die Ecke. Die, wer war das? Die Prag, glaube ich, ne? Die das Wasser ich glaube, macht. Ja. Genau, Prag hatte jemand nachgeguckt. Die fährt jetzt da die Kurve. Da verschwinden sie dann einmal kurz, auch die Explorer, und danach kriegen wir sie dann hoffentlich schön frontal drauf. Obwohl so eine Dusche, ich meine, wenn wir kein ja, aber nicht Equipment mit dem Equipment da hätten, dann wäre das nicht schlecht. Ja.
Luft flimmert schon wieder. Oha, die Zuschauerzahlen gehen in die Region von gestern. Oh, wie cool. Das freut uns natürlich sehr. Das ist so toll. Kann man ja nur Danke sagen. Beste Community, wo gibt. Aber das ist auch so schön hier im Hafen. Ne? Ich meine, selbst so als Hamburgerin. Ja, vor allem bei dem Wetter. Ist es trotzdem auch schön. Selbst wenn du hier in der Stadt wohnst, zieht es dich irgendwie immer wieder zum Hafen. Und es ist immer wieder interessant. Ich mag es ja auch total gerne hier abends im Hafen, wenn es beleuchtet Voll. Ist. Und wenn dann so diese Abendschicht hier beginnt, ne, das ist irgendwie, es hat auch was. Also ich finde es ja manchmal abends im Hafen schöner als tagsüber. Ja, vor allem mit den ganzen Lichtern. Ne? Ja. Das ist natürlich schon toll. Ja, bald kommt ja auch die dunkle Zeit. Ich hoffe, dass wir das kameratechnisch in den Griff bekommen. Aber wie ich dich kenne, bist du doch so nerdig, dass du da jetzt schon wieder alle Hebel in Bewegung setzt und deine private Wunschliste ist wahrscheinlich wieder schon bis hier zur Elbphilharmonie. Ja. Wie war das noch? 6 Kilometer, 8 Kilometer lang ist? Also ich kann mir vorstellen, dass es muss Zeugs geben, dass du das machen kannst. Also es gibt doch genug Krams, den Kameras, du nehmen kannst. Ja, natürlich, klar. Und wie ich dich kenne, hast du da auch schon ganz konkrete Vorstellungen, oder? Ja, hier die Panasonic macht ja gar keinen schlechten Job bei Dunkelheit. Aber ich glaube, du musst mit Robert noch mal das testen. So einmal so abends. So richtig, so ein Nachtstreamer. Naja, wir hatten noch einen Test bei Dunkelheit gemacht. Naja, aber den gingen die auch mal aus und so, ne? Ach so, du meinst, wir müssen noch einen Nachttest-Stream machen? Ja, warum nicht? Ja. Guck mal, wenn Robert denn auch immer so spät Schluss hat, kann man das doch machen. So, da sehen wir die Fontäne. Oh, ist das schön, ich freue mich. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Wenn ihr das sehen könnt, er grinst sich hier die ganze Zeit einfach, weil er sich so darüber freut. Ich freue mich gerade. Ja, und wir haben auch wieder Neuzugänge, der Kruzilux. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal als Fischmarktmitglied. Und aber auch der Christian Andersen. Auch dir ein herzlich willkommen. Guck mal, Helm schreibt, die Kiezmische schmeckt am Abend auch besser. Hat er recht, ne? Er hat recht. Ich habe mir heute ein Kiezmischenverbot auferlegt. Aber das ist doch mal ein Argument für einen Abendstream nochmal. Also besser, also mehr geht doch nicht, oder? So, jetzt genießt das hier mal. Dazu muss gleich die Kamera. Nee, macht der jetzt eine Fontäne aus? Das ist doch wohl jetzt nicht ernst. Das ist doch jetzt nicht sein Ernst, oder? Der muss nachladen. Ah, er muss nachpumpen. Ach, der macht ganz immer auf den Grund. Ach, der, das ist ein Flügelschlag quasi. So, ich muss die Kamera machen, dann muss ich du hier. Du musst ein bisschen Kamera machen, damit ich ein paar Fotos machen kann. Du weißt, wo du rein und raus zoomst, ne? Hier, ne? Ja. Aber es ist für mich also jetzt, Kamerakind Tanja, endlich gibt es mal anständige Bilder. Ja, aber es ist für mich halt ein bisschen hoch. Ich kann ja kaum sehen, was ich hier filme. Aber ich probiere mein Bestes. Ja, warte, du musst die Fontäne mit reinnehmen. Ja. Jetzt fährt sie raus. So. Ich komme ja auch von alleine näher. Muss ja nicht unbedingt reinzoomen. So, gleich sehen wir sie komplett, wenn sie hier an der Pier vom Cruise Center vorbei ist.
Ich hoffe, der Prag geht nicht irgendwann das Wasser aus. Tolles Bild mit der Elbphilharmonie. Oh, Thumbnail. Nein, das ist jetzt live auf YouTube. Ach so. Wenn Sie auf YouTube gehen, Hamburg Hafen live, dann ich können Sie das. Das ist ja noch live. Ja, es ist aber schöner, das auf YouTube zu gucken. Ja, das ist schön. Das ist echt toll. Machen wir das Bild ein bisschen weiter. Dann 1000 Zuschauer. Ja, sensationell. Da habe ich einen so kleinen cool. Moment, hier noch ein paar Fotos zu machen. Ja, sie wird leider, glaube ich, nicht frontal auf uns zufahren. Das wäre natürlich für das Bild am sensationellsten. Wow. Toll. Ich kann ja auch hier unten am Bildschirm gucken. Ne? Ich bin ja auch ein bisschen doof, ne? Genau, du kannst auch unten am Bildschirm gucken. Jetzt fährt die Prag leider hier hinter den Dalben. Deshalb werde ich jetzt mal auf die Explorer gehen. Tolles Bild. Schön. Richtig schön. Und wir haben ein neues Horn für die Sammlung. Du wirst nicht nass. Thank you.
bitte, ja, wirklich. Was du noch? Da wird schon durchgefegt. Jemand fragt ja, ob die gar keinen Schlepper braucht. Nee, die ist so wendig, also mit den zwei Heckstrahlrudern. Guck mal, die hat drei Bugstrahlruder, hier sieht man's. Drei Bugstrahlruder, zwei Heckstrahlruder, das Ding ist so wendig. Guck mal, da kommt auch gleich anscheinend der Lotse, ne? Die Klappe ist auf. Noch ein Foto machen, ich kann ja weiter filmen. Nee, ich will jetzt Bilder liefern. Ja, wir haben jetzt natürlich krasses Gegenlicht. Aber ich glaube, das war schon toll. Da spreche ich jetzt mal für alle Zuschauer. Also es war schon schön mit der Fontäne, mit dem Regenbogen. Das Gegenlicht ist jetzt wirklich ein bisschen sehr fies, nicht so schön wie gestern der Sonnenuntergang. Aber egal. Egal. Toll. Richtig toll. Oha, 1000 Zuschauer. Das ist mega, ne? Gefahren. Und da fährt's von dann. Da fährt sie. Wer hat denn seine Kamera dahingestellt? Weiß ich nicht. Das muss irgendwie echt so ein komischer Typ gewesen sein, glaube ich. Und der noch mit defekten Kabel. Hör auf, sowas nagt an mir. Das weißt du. Bildaussetzer kann ich nicht schlafen. Sonnenbrand inklusive heute. Ich habe noch was mit. Brauchst du was? Nee, ich brauche nur gleich was zu trinken. Ja, so, ich habe auch die ganze Zeit nicht im Chat geguckt. Ich schaue jetzt mal, was da noch so passiert ist. Ah, Dr. O ist auch da. Moin, mein Lieber. Ja, und wir haben wieder ein Horn.
Vielleicht kann mir das mal jemand beantworten. Sagt man eigentlich Taifun zu dem Horn oder sagt man Typhon? Also Schiffshorn wird ja geschrieben Typhon. Aber sagt man da Taifun oder Typhon? Also eher mit EI oder eher mit Ü? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht haben wir einen Seesprachenfachmann unter uns. Hast du eigentlich auch dieses Horn jetzt in deiner Sammlung von diesem alten Schlepper von Fairplay? Das wolltest du auch noch. Ich kann ja im Grunde genommen jedes Horn rausholen. Aber es war so leise und weit weg. Aber die Explorer kommt definitiv in die Sammlung. Aber das war doch gar nicht so leise. Hast du es mal ausprobiert? Ja, musst du die Stelle noch mal suchen, dann können wir das machen. Wenn du mir noch sagst, welcher Stream das war? Ja, das ist nämlich das Problem. Du meinst diesen alten Fairplay-Schlepper, ja, ne? Dieses Museumsschiff. Ja, ich guck mal im Hintergrund, bei der AIDA tut sich noch nichts. Ich glaube, die war für 18 Uhr oder war die 19 Uhr sogar angekündigt? Nee, ich meine 18 Uhr, ne? 18 Uhr, ja. Irgendeiner läuft hier immer rum, der es weiß. Ja. Das ist super. Ja, da fährt sie dahin und hier seht ihr mal, wo die Sonne steht. Also das ist wirklich jetzt krassestes Gegenlicht gerade. Stehen hier am Dockland. Anleger, Elbfähre. Mit Bollerwagen. Mit Bollerwagen. Ja, und jetzt können wir gleich wieder zurückschwenken und dann ein kurzes Päuschen machen. Ich gehe mal auf die Kamera und dann schwenke ich nämlich mal die Hauptkamera rum und dann gucken wir mal, was sich bei der AIDA so tut. So. Dirk, vielen, vielen Dank. 10 Dankeschön. Euro Superchat. Ich finde, das hat die Britannia verdient. Was jetzt? War es jetzt die AIDA Perla oder Prima? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, es ist die Perla, aber man weiß es immer nicht genau. Ich vergesse es immer wieder. Es dauert keine 2 Minuten. Da hinten kommt auch noch irgendwas. Also es sieht aus wie ein Fieder, oder? Ja, es ist schon ein bisschen größer. Aber guck mal, wer da kommt. Oh, da. Da kommt wieder was Kleines. Oh. Ist das wieder der Verrückte? Nee, der Verrückte hat ein weißes Boot. Ja, es ist innen drin weiß, nicht von außen. Ah, okay. Mal gucken, was er wieder für einen Song dabei hat. XY Ungelöst fragt, ob das normal ist, dass die Fähren so voll sind. Ja, das liegt einfach am Wetter. Hamburg ist ja auch eine Touristenstadt, es sind sehr viele Besucher hier. Und dass man mit der Fähre super durch den Hafen fahren kann für kleines Geld, das ist nun überhaupt kein Geheimtipp mehr. Und deshalb sind die natürlich bei dem Wetter super voll, weil die Leute einfach damit, ja, die fahren einfach damit durch die Gegend. Ach, hier ist ein kleines Barkassenrennen. Das war gerade ein Warnhinweis. Mal gucken, ob wir das noch eingefangen bekommen. Hier gab es gerade ein Überholmanöver. Da kamen die Geräusche her. Gleich hört ihr die Musik wieder. Siehst du, das ist weiß, wenn du von oben reinguckst. Ja, ja.
das ist doch der Typ. Natürlich ist der das. Das ist der. Gibt doch nicht zwei so Verrückte. Du lebst hier in Hamburg, da gibt es noch ganz andere Gestalten. Weißt du, hier laufen sie rum, woanders werden sie gesucht, ne? Doch, das ist der. Ich habe die Hamburg-Flagge nicht gesehen vorhin. Da war aber ja warte mal, auch wir können noch mal. Vielleicht kommen wir da hinten noch mal so durch. Sehen wir noch ein bisschen was von der Explorer. Ist jetzt genau zwischen den beiden Dalben. Aber das sieht so aus, als ob da gerade noch der Lotse kommt. Ich komme leider nicht mehr näher ran, das ist maximaler Zoom. Außergewöhnlicher Tag für so einen Stream ist, oder? Das Wetter ist echt so Bombe. Ich hätte überhaupt nicht mit gerechnet vor allem. Nein. Ich dachte, wir machen heute Abend so ein bisschen Kreuzfahrtschiffchen, das Wetter ausnutzen. Aber ist dir mal was aufgefallen? Immer wenn du mich im Schlepptau hast, ne? Dann passieren so außergewöhnliche Dinge. Nee, gestern warst du nicht dabei, als wir geduscht wurden. Aber fast immer, wenn ich dabei bin, dauert das viel länger als geplant. Ja, komm mal mit, dauert nicht lang, ist nur so ein kleiner Auslauf. Wo haben wir einmal gestanden, wo das irgendwie 3 Stunden Verspätung hatte? Ja gut, das war die hatte? MSC, die irgendwie 2 Stunden später ausgelaufen ist. Ja, gleich verschwindet sie da hinterm Dalm. Ein bisschen was sehen wir noch. Ein bisschen was. Wie lange fährt die denn wohl so nach Antwerpen? Elli, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Habe ich jetzt erst gesehen. Und Michael haut auch noch mal 10 Schweizer Franken raus. Ja, Zuschauer aus der Schweiz und auch aus Österreich. Immer ganz gut vertreten bei uns. 10 Franken gibt ein Horn. Ja, was meinst du denn? Machen wir die AIDA noch? Ja, oder war das jetzt genug für heute? Dann frag doch mal die Leute, ob die noch Lust haben. So, dann mache ich mal hier den Turbo-Schwenk. Und wir gucken mal. Bleiben oder gehen? Was meint ihr? Eine rhetorische Frage. Aber es ist doch auch so schön. Du willst doch selber hier nicht weg. Nein, will ich auch nicht. Ich denke nur immer, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Na, das ist aber auch so ein total dummer Spruch, oder? Wer hat den eigentlich erfunden? Ja, von hinten kommt auch noch ein Containerschiff. Dr. O. hat es geschrieben, die NYK Meteor. Die geht aber zum CTA. Das heißt, die wird hier rechter Hand von uns reinfahren. So leicht, wenn ich nach rechts schwenke, Steuerbord. Wir stehen ja fast auf der Höhe vom Pegelturm. Haben übrigens gerade Flut, 3,27 Meter ist der Pegelstand. Ich werde das im Blick behalten. Christoph Welde ist auch da. Willkommen bei Hamburg, meine Perle. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist der erste. Ich glaube, das ist der erste in der Stufe. Ehrlich? Ja. Christoph, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das gibt dreimal die Europa für Christoph. So, jetzt müssen wir gerade schauen, die Meteor kommt da schon. Aber bei der AIDA bewegt sich ja noch nichts, ne? Nee, aber es qualmt schon draußen. Ja, jetzt haben wir den Salat. Hamburg, meine Perle. Das ist die Nummer mit dem Video. Shit.
Nein, das ist natürlich cool. Ja? Aber oh je. Danke, Christoph. Das Christoph ist super. Ich freue mich mega und wir haben ein paar coole Ideen. Das trägt auch wieder zu meiner allgemeinen Erheiterung bei, wenn die beiden da grübeln, was sie machen. So, ich schwenke mal rüber. Wir haben hier im krassen Gegenlicht die Meteor. So, da sehen wir sie. Und mal gucken, ob ich hier irgendwie bildmäßig was hinkriege bei dem Gegenlicht. Ich muss es einfach ein bisschen aufhellen. Ich hoffe, so geht es. Aber ist nicht die Meteor auch öfter in Hamburg? Kommt mir so bekannt vor, der Dampfer. Ja, ist ein Containerschiff. Also diese NYK, die sind ja öfter hier. Ich glaube, das ist so die 300-Meter-Klasse. Fährt jetzt zum CTA. Magst du immer mal so einen kleinen Blick auf die AIDA haben, Schatz? Letztes Jahr war. Ja, und natürlich muss die natürlich hier weg sein, bevor die AIDA ausläuft, aber das dauert ja auch einen Moment, wenn die ablegen, bis die hier sind. Ein paar Minuten hat das ja. Ja, da geht es rein zum Containerterminal Altenwerder in den Kölbrand. Zwei Schlepper dabei. Jetzt fliegt ja auch noch ein Wasserflugzeug über uns, aber das können wir ja leider nicht filmen. Das ist kein Wasserflugzeug, das ist ein Doppeldecker. Das ist ein Doppeldecker, aber ich sehe das nicht so richtig. Das sah immer so aus. Aber keine Kufen drunter. Nee, Wasserflugzeug gibt es hier leider nicht mehr. Echt, gibt es hier nicht mehr? Aber eine Zeit lang gab es ja hier Rundflüge mit dem Wasserflugzeug und dann gab es ja mal irgendwie ein, zwei Unfälle. Das ist ja wirklich schon ein bisschen größer, ne? Das sah von hinten gar nicht so groß aus. Ja, ich meine, ich würde mal schätzen, so 300 Meter. Also das ist wahrscheinlich 299,9 oder so. Also das ist schon die Kategorie, wo du auch raufgehen würdest, ne? Ja, ich muss mal ein bisschen rauszoomen hier, damit ich hier nochmal in den Chat gucken kann. Ich zeige euch mal hier die Einfahrt zum Kölbrand. Da haben wir auch nicht mehr ganz so fieses Licht. Und dann will ich nochmal in den Chat gucken. Hat bestimmt jemand geschrieben, wie lang das ist, oder? Gerrit schreibt, wie kann ich nur, wenn das Kind meint Wasserflugzeug. Ja, dann ist es von mir aus ein Wasserflugzeug. Ja. Und Kruzilux hat es rausgesucht, 294 Meter. Was waren noch eigentlich deine Bedingungen, damit du auf ein Schiff gehst? Eigentlich? Es hatte doch immer so, es muss über 300 Meter sein und nein, weniger. Ich möchte 300 Meter gehen können, ohne einen Menschen zu treffen. Nee, war es nicht 300 Meter und weniger als 25 Besatzungsmitglieder? Ach so, na. Sowas in der Art. Rudi, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Guck mal, du musst noch mal lesen, was der Arno geschrieben hat. Das war sehr, sehr nett. Also hier der Manfred, was auch übrigens richtig ist. Die Meteor ist auch ein Forschungsschiff. Es gibt ein Forschungsschiff, was von Brise betrieben wird und vom Alfred-Wegener-Institut genutzt. Das heißt auch Meteor, das ist richtig. So, und was hatten wir noch? Ach, der Arno. Ach ja, Mensch, das ist ja toll. Klasse. Und Rudi ist mittlerweile auch schon seit 3 Monaten Mitglied. Vielen, vielen Dank, Rudi. AIDA bewegt sich übrigens noch nicht. Ah, jetzt aus dem Winkel geht das mit dem Licht auch wieder.
Und ihr seht den Pegelturm. Für alle, die es nicht schon in anderen Streams mitbekommen haben, F heißt für Flut, steht für Flut. Das heißt, Wasser läuft auf, es steigt und aktuell haben wir also 3,32 Meter über normal Null. Und das ist die Ecke, wo wir auch in dem einen Fotowalk waren. Dahinter kommt noch ein Schlepper. Ist das vielleicht der Michel? Nein, das ist der Peter. Nimm mal bitte kurz. Peter ist aber bestimmt der Bruder von Michel. Martin sagt, du solltest die weibliche Begleitung öfter mitnehmen. Das Schlimme ist ja, wenn ich dann mit beiden mitgehe, komme ich ja eh nie zu Wort, oder? Ja, und weg ist sie. Ja, aber schön. Vielen Dank auch nochmal für den Hinweis, Dr. Hof auf TNYK Meteor. Ist doch nochmal ein schönes Überbrückungsprogramm, bis das hier losgeht. Rauch ist da eben schon mal aufgestiegen. Also so lange kann es nicht mehr dauern. Sebastian, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Und Robert, auch dir einen herzlichen Dank für das Upgrade. Haben wir noch Schlüsselanhänger für die Kids? Na, wo kommt ihr denn her? Aus Wien? Aus Wien seid ihr. Wie viele Kiddies haben wir denn? Wie viele haben wir hier? Drei haben wir hier. Ja, drei habe ich noch. Haben wir noch drei? Nein. Warte mal. Hier ein kleines Geschenk. Ich vom Hafen. Mit 4 Tonnen. Habt ihr auch einen? Danke. Und guck mal, wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr die Livestreams auf YouTube immer gucken. Da ist so eine Adresse, Hamburg Hafen Live. Das, seht ihr ja das jetzt. Ist das, was wir gerade machen. Hafenfernsehen. Genau. Wir sind das Hafenfernsehen. Ah, cool. Ja, und wenn ihr wieder zu Hause in Wien seid, schaut ihr mal rein. Danke. Das ist ja lustig. Dankeschön. Na, wo ist der Papa? Ja, der Papa kriegt das Happy. Coole Infos. Danke. Ja, bitteschön. Danke. Danke. Gerne. Wartet ihr auch noch auf die AIDA? Ja, das warten wir. Wir haben jetzt gerade ein bisschen zufällig hierher. Ah, okay. Wir sind einfach ausgestiegen beim Bus. Habt ihr aber Glück gehabt, jawohl. Ne? Das war ja. Wenn wir das geplant hätten, dann hätten wir wahrscheinlich viel mehr Stress gehabt. Hektik, einen Familienstreit und. Und jetzt genau. War das irgendwie halt zufällig, dass wir hier da habt ihr aber wirklich. Voll. Also, das ist nicht so oft. Nein, dass ein das Schiff war auch das erste Mal in Hamburg, genau. Deshalb haben die ja, natürlich die Fontänen, gell? Mit Sprühnebel. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen da gelernt, weil da stehen ja lauter Insider. Ja, toll. Manfred, tschüss und vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüss, Manfred. Hallo, Mama. Hallo. Wie ich heiße? Paddy heiße ich. Und du? Tanja. Hä? Tanja. Ja. Und du? Auch Tanja. Nein, du heißt nicht Tanja. Auch Tanja ist. Nein. Wahrscheinlich sagt sie das. Sagt sie das bei jedem? Antonia ist auch ein schöner Name. Sie muss da jetzt arbeiten. Das ist ein schöner Name, Antonia. Ja, wir überbrücken die Zeit ein klein bisschen hier mit Besuch aus Wien. Komm her. So? Das ist ein Mikrofon mit so einem kleinen Puschel dran.
Und dann jetzt spricht er mit der Wind nicht so. Genau. Hört ihr? Jetzt fahrt sie, schau. Naja. Ach, Wolf. Einfach schön, danke. Ja, wir haben, glaube ich, Bewegung im Bild, oder? Ja, das hat sich schon bewegt. Es bewegt sich. Haben wir denn eigentlich auch gerade Zuschauer aus Österreich? Mit Sicherheit haben Stimmt, wir Zuschauer ne? aus Österreich Zuschauer und aus der Schweiz. Genau, Zuschauer aus Österreich und Besucher ich heiße aus Österreich. Paddy. Und du? Tanja. Das ist, das ist Antonia. Antonia, bitte, hör auf jetzt. Und es wird eine Wiederholung vom Tüdelbandlied gefordert. Ich glaube, ich muss den Text mal richtig lernen. Ich improvisiere den ja immer. Obwohl, dieser Text, den hat meine Oma. Du kannst Oma den auf dem iPad direkt googeln und dann kannst du die AIDA mit dem Tüdelbandlied rausbegleiten. Ja, dafür kriege ich dann aber auch eine Kreuzfahrt gratis. Aber dann nehme ich nur die Explorer. Guck mal, sieht aus, als also legt jetzt ab, driftet seitwärts. Schon cool. Ach Mensch, heute ist Party. Dankeschön. Bitteschön. Bitteschön. Hat mir eine Joghurt gekauft. Nein, das ist keine Joghurt, es ist ein Anhänger für den Schlüssel. Dankeschön. Bitte nicht essen. Nein. Bitte nicht essen. Ich esse. Nein, bitte nicht essen. Ich habe da nichts mit zu tun. Guck mal hier, Wolf schreibt schon den Text, dann könnte er das ja vielleicht singen. Was meinst du? Nicht essen. Meinst du mit Untertitel? Ja. Genau. Wolf hat schon mal angefangen zu texten. An der Ecke steht ein Junge mit einem Tüdelband. In der anderen. Nein, 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 vorbei. Oh, das Mikro ist, glaube ich. Irgendwas ist mit dem Mikro. Aus? Meins? Aus, Ton ist weg. Nein, das war ein Witz. Ach so. Tanja wird ganz nervös. Ich stell dir mal alles aus. Und dann drücke ich noch den Knopf, den Robert gedrückt hat. Und dann ist eh vorbei. Ja. Pauline, vielen Dank für die Info. Die AIDA Perla fährt nach Bergen. Irgendwie fahren die immer so Richtung Norwegen, ne? Ja, aber es ist jetzt auch die Zeit. Es ist ja super lange hell. Mhm. Im Winter, glaube ich, kannst du da auch nicht hinfahren. Und im Winter sind ja auch die AIDA-Schiffe alle in der Karibik, ne? Ja, und Dr. O meldet, dass die Mare Frisium zurückkommt. Matthias, da warst du noch nicht da. Die haben wir vorhin schon, als sie rausgefahren ist, hier erwischt. Aber die kommt jetzt zurück. Nehmen wir wahrscheinlich dann auch mit. Und Hartmut hat noch die HMM Le Havre gefunden, um 22 Uhr zum Containerterminal Burchardkai. Oh, da brauchen wir mal ein paar Fischbrötchen dann. Du. Ja, nee, da können wir vor allem von diesem Standort aus nichts ausrichten. Da könntest du sie wirklich nur so ganz weit weg sehen. Und dann haben wir auch tatsächlich ein Akkuproblem. Aber der Trend geht doch zum... Ja, das nächste. Zehnten. Nee, zum zehnten Powerbank. Nein, oder? Das nächste ist hier so eine Powerstation. Weißt du, hier diese kleinen tragbaren Dinger. Wo denn einer kurbelt oder was? Nee, nein, hier so eine. Das ist im Prinzip so eine Powerbank auf Speed. Jetzt haben wir ja den Ü-Wagen. Das ist das nächste. Also der Ü-Wagen braucht unbedingt. Der muss unbedingt gepimpt werden. Honda, vielen, vielen Dank für das Lob.
Also ich bin ja immer noch für ein neues Intro, wo Robert und du mit dem Shantychor das Tüdelbandlied singen. Also Shantychor finde ich super. Hältst du gar nichts von, dass ne? wir singen, finde ich nicht so super. Aber das ist echt. So, da kommt sie aber so langsam. Gleich wird sie eindrehen, dann raus. Aus einem toller Ort. Und aus dem Kühlbrand kommt wohl auch noch was. Dr. O hat immer das Schiffsradar auf dem Plan. Guck mal, da siehst du ja schon, irgendwas fährt da schon. Da fahren schon wieder die Container durch die Bäume. Ja, vielleicht können wir da noch mal kurz drauf. Die kommt jetzt hier wirklich um die Ecke. Ich glaube, bei der AIDA haben wir noch einen Moment Zeit, den können wir uns noch leisten hier. So. Wo ist sie denn? Da hat sich doch eben schon was bewegt. Da kommt es doch schon. Ja. Da kommt sie. Jens Peter, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und das Lob. Dankeschön. Guck mal, der Andreas, der versteht mich. Ja, mach du dir nur deine eigenen Freunde hier. Guck mal, die hat einen schönen Bug. Mag das ja, wenn die vorne irgendwas draufgepinselt haben. Sieht toll aus. Auch so Fiedergröße. Kein kleiner Fieder. Wenig gewackelt. So, in der Zwischenzeit gehe ich wieder auf die AIDA. Aber ihr seht, die hat noch nicht eingedreht. Ja, und das war eben die Baltic 169 Meter, 1600 Toi. Danke nochmal für die Infos. Aber die kommen jetzt auch nochmal hier rum, ne? Wer denn? Ach, was will die denn hier eigentlich? Ja, sag ich doch. Die fährt da rein. Ja, das ist ein Fieder. Die fährt noch zum anderen Terminal. Meine Kamera. Nein, zu spät. Ist doch gerade so schönes Licht. Guckst du mal auf die Videokamera kurz? Ja. Es kann natürlich sein, dass die AIDA auch noch extra langsam macht.
um die Baltiktüren da noch durchzulassen. Sehr gut machst du das. Guck mal, das ist doch jetzt auch noch mal hier ein bisschen Entertainment, oder? Sieht aber auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Hat aber trotzdem einen schönen Bug, finde ich. Die sah bestimmt mal echt toll aus, als sie neu war. Keiner zu sehen da an Deck. Herr Dr. O schreit, sie geht zum toller Ort. Oh, da wird sie da gleich mit der AIDA sich begegnen. Wahrscheinlich fällt die AIDA dann einfach einen etwas größeren Bogen. Hier ist aber auch wieder was los, ne? Ist auch cool, oder? Total. Ja, letztens hatten wir mal irgendwie einen Stream, da war dann plötzlich so Totenstille. Mhm. War gar nichts mehr los. Die Prag kommt auch zurück, hat gerade ja die Explorer verabschiedet. Am Dalben kommt jetzt die Baltic Turn hervor und da sehen wir auch die AIDA, die jetzt da die Kurve nimmt. Ah, die fährt schon extrem weit nach Steuerbord rüber, das seht ihr jetzt nicht, weil da der Dalben ist, aber die, denke ich mal, macht jetzt Platz. Kann sein, dass die hier vorne gleich wartet. Gerrit, ich habe heute keine Kiezmische dabei, weil ich mir heute mal eine Kiezmischenpause verordnet habe. Gesagt, heute im Stream keine Kiezmische, weil ich sonst noch zum Kiezmischoliker werde. Ich gönne mir die, wenn ich nachher zu Hause bin. Ach, guck mal, ich mag ja solche Bilder, ne? Wenn so ein bisschen was los ist, wenn sich das so ein bisschen überschneidet, das eine Schiff das andere verdeckt. Das sind so meine Fotos. Da ist die Prag auf dem Rückweg. Oh, guck mal. Schön, ne? So ein Gewusel.
Schönes Wuselbild. Ich glaube, das ist aber gar nicht die Prag. Ist das nicht die da Prag? Da ist die Prag. Nee, das ist doch... Die Prag ist beim Flugturm oder beim Ebbeturm. Oder Gezeitenturm, wie es auch immer heißen mag. Okay. Sorry. Pickelturm war es. Jetzt fällt es mir wieder ein. So, Jens Peter fragt, wann kommt die Queen Mary mal wieder nach Hamburg? Ich glaube, die ist die 20.09. oder 20.10. Queen Mary 2, ich meine irgendwie Mitte, Ende September. Wolf, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ah, guck mal, das ist doch ganz toll, oder? Wenn die sich hier so ein bisschen überschneiden. Gibt leider kein Bild für Marine Traffic. Ja, das war jetzt ein Signalhorn, also das war quasi zur Warnung. Einmal heißt ja eher so Achtung. Ja, so wie es aktuell in meinem Terminplan aussieht, bin ich, glaube ich, zur nächsten Ankunft der Queen Mary 2 nicht in Hamburg. Aber vielleicht kann Robert da streammäßig was machen. Und vielleicht ändert sich auch wieder was, weil ja, die Zusammenarbeit mit den Reedereien ist manchmal etwas schwierig, was Termine angeht. Schöne Kurve fährt sie. Schöne Kurve. Schön, jetzt fängt Wolf noch an zu reimen. Der ist gut. Nächst gibt es noch einen Reimwettbewerb. Frontfoto habe ich zwar schon, aber... Kann man nie genug von haben. Kann das sein, dass die so minimal Schlagseite hat? Dass die Steuerbord so ein ganz bisschen runterhängt? Aber guck mal, wie sie das Heck rumdrückt. Also die hat auch ein Heckstrahlruder. Oder ist da ein Schlepper zugange? Ist da ein Schlepper hinter? Cool, wie die das Heck da
rumdrückt. Ja, Martin, das Thema Panama-Kanal hat sich leider auch mal wieder erledigt. Da gab es halt ganz viel Verzögerung. Vielleicht habt ihr das gelesen. Panama-Kanal hat aktuell sehr wenig Wasser, Schiffsstau und dadurch wahnsinnige Verzögerung. Und das Schiff, mit dem ich fahren sollte, ist dann, hat Verspätung und fährt jetzt wahrscheinlich den Umweg übers Kap Horn. Jetzt kommt die Prag, ne? Ja, die hat da gewartet wegen dem Gewimmel das, hier im Hafen. Die wollte sich da nicht noch zwischenquetschen. Die lag beim Pegelturm die ganze Zeit. Das war nicht die Prag, sondern das war, glaube ich, der Hafenkapitän, ne? Nee, die Hafenpolizei war das. Nee, das ist da so das alte. Ja, hier, Hafenpolizei. Ach so, das alte, 6 ist ja. Das. Die Otto Laufer, glaube ich. Ach ja, da steht's ja auch. Boah. Foto. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße zurück. Ja, und Schlicki kommt auch. Vielleicht kennt ihr den Schlickflug noch aus dem Stream am Containerterminal Altenwerder. Kees Junior. Was?
Kurz vorher ist da einer gerutscht. Ja, es sind wahrscheinlich die Kiddies an Bord, denen das völlig egal ist, dass das Schiff hier ausläuft mit einer tollen Aussicht. Die wollen lieber Wasserrutsche fahren. Ja, und hier nochmal die Otto Laufer jetzt gleich im Vordergrund. Schöner alter Dampfer. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, und da ist sie auch schon wieder fast weg. So, noch was im Chat passiert. Oh, Tino, ja. Vielen, vielen Dank. Noch mal 2 Schweizer Franken rausgehauen. Dankeschön. Danke dir. Also die Fähren kriegen ganz klar Abzüge in der B-Note, wenn sie zu lange das Bild verdecken. Ach, Gerrit hatte gefragt, wie sehen die Pläne für die nächsten Streams aus? Gerrit, ich kann dir das immer gar nicht so genau sagen. Wir haben nicht so die festen Pläne. Das heißt, der Stream, den ich jetzt mache, den habe ich heute Vormittag geplant. Es gab ja gestern Gerüchte, dass die Dorch vorkommt. Das ist dann nicht passiert. Dann habe ich geschaut, was sonst so da ist. Ja, und dann hatten wir die Explorer hier als schönes neues Schiff. Das heißt, ich kann dir überhaupt nicht sagen, was streammäßig abgeht, denn das hat ja auch immer verschiedene Faktoren. Also Wetter spielt halt auch immer eine Rolle. Das heißt, ja, im Prinzip musst du einfach immer so ein bisschen beobachten, wenn du in Hamburg bist, ob was los ist. Am besten irgendwie Instagram gucken. Und leider kann ich in den, oder können wir, Robert und ich, in den seltensten Fällen euch das schon sehr lange im Voraus sagen, was streammäßig abgeht. Ja, Sonne steht immer noch sehr hoch, ist leider noch kein tolles Sonnenuntergangslicht. Haha, Wolfgang. Wolfgang Pieper, vielen, vielen Dank für dein Lob. Gleich werden wir sie noch mal so ein bisschen erwischen durch die Dalben.
Ja, Gerrit, ich kann dir das halt leider nicht sagen. Also Gerrit fragt noch mal, wie es am Wochenende aussieht. Aber wie ist denn das mit den Cruise Days? Da seid ihr doch auf jeden Fall unterwegs. Bei den Cruise Days werden wir wahrscheinlich unterwegs sein. Aber ich weiß auch nicht, wo wir stehen. Also es ist halt so schwer, das zu versprechen. Ne? Ich finde das natürlich toll, wenn jemand vorbeikommen möchte und uns besuchen will. Aber ich möchte die Leute auch nicht enttäuschen, weißt du, wenn du was ankündigst, weil wir schmeißen das so schnell über den Haufen, entweder wegen Wetter oder weil sich irgendwas ändert. Und von daher, ja, kann ich leider da keine verlässliche Aussage machen. Aber eine verlässliche Aussage habe ich zu den Kalendern. Ich habe heute den Liefertermin bekommen. Die kommen jetzt erst diese Woche Freitag. Eigentlich dachte ich, dass die jetzt schon heute kommen. Ist jetzt nicht weiter schlimm, weil niemand braucht schon einen Kalender. Aber das Gute ist, wir haben ja gesagt, der Vorbestellungspreis, der gilt, bis die Kalender geliefert sind. Das heißt, diese Woche könnt ihr unsere Kalender noch zum Vorbestellerpreis bekommen. So. Eigentlich sieht das mit den Dalben ganz cool aus, finde ich. Ja, Torben, da hast du natürlich recht. Also gestern der Stream, der war, glaube ich, vom Unterhaltungswert sensationell. Und ich muss sagen, es ist natürlich auch mit Robert zusammen halt dann doch immer noch mal was anderes. Man kann sich schön die Bälle zuspielen. Natürlich mache ich das auch mit Tanja hier sehr gerne. Und die wird ja auch von euch sehr positiv hier empfangen. Ich bin ja nur Beifang. Aber man muss halt auch sagen, das ist halt Roberts und mein Ding. Und am meisten Spaß macht es uns auch beiden, wenn wir es gemeinsam machen können. Ich bin halt zeitlich deutlich flexibler als Robert. Das ist halt so ein bisschen schade daran. Aber wer weiß, wie sich das alles so in Zukunft entwickelt. Ich bin ja nur Ersatz, wenn Robert mal nicht dabei ist. Du bist der Robert-Ersatz. Genau. Ja, und so langsam nähern wir uns dem Ende mit diesem Stream. Die AIDA begleiten wir noch einen Moment nach draußen. Haben wir noch was zu trinken? Ja, aus dem Winkel, da erscheint die AIDA dann natürlich extrem langsam. Tanja ist ein vollwertiger Eratz. Ja, vielen Dank. Eratz. Ich freue mich ja, wenn es euch gefällt, wenn ich auch ein bisschen mit sabbel. Aber ich kann euch sagen, was halt auch sehr schön ist, wenn man einfach so ein Ding findet, was man gemeinsam mit seinem Partner machen kann. Also egal, ob jetzt fotografieren, ich finde das ja auch toll, dass einfach meine Frau dabei sein kann und wir gemeinsam Zeit verbringen können. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Ist ja auch irgendwie doof, wenn einer immer abdackelt und der andere dann was anderes macht. Also insofern ist das schon echt ganz cool. Aber wir haben ja schon viele Sachen mit der Fotografie zusammen gemacht. Ja. Ne? Also eigentlich machen wir so das Business ja. Aber dass du mal so aktiv jetzt vor der Kamera und so, das hatten wir vorher eigentlich nie. Du warst eigentlich immer Backoffice. Ich war eigentlich immer Backoffice, ja. Das stimmt. Naja, aber zu anderen Zeiten gab es ja auch noch nicht so viel vor der Kamera.
ich sag mal, wenn du irgendwas produziert hast, an Tutorials ja, wenn ich oder so, da muss ich ja nicht irgendwie nackig durchs Bild hüpfen. Ne? Also wenn ich meinen Nerdkram da produziere. Da kommen immer nur die Hunde zum Einsatz. Ja. Ja, ich würde sagen, wir warten jetzt noch, bis die AIDA da einmal richtig schön von den beiden Dalben eingerahmt wird. Und dann holen wir uns ein Fischbrötchen. Und dann holen wir uns ein Fischbrötchen. Oh, das ist die Krönung von allem. Aber ich glaube, wir können hier auch jetzt auch noch so lange stehen. Es kommt ja immer was hier. Es ist, irgendwas passiert immer. Also jetzt hier auf Backbord schon wieder so ein Schubverband. Ich glaube, da kommt die Afrika-Höft von hinten. Von Fähren gar nicht zu reden. Wir brauchen mehr Kameras. Wir brauchen definitiv mehr Kameras. Aber du hast ja jetzt den Bollerwagen, der ist ja noch gar nicht voll. Ja. Was stand da noch? Wie viel Kilo kann der transportieren? Ich glaube, bis 80 Kilo ist der. Nee, ich glaube, das war mehr. Ich meine, 80 Kilo stand da. Also du kannst dich da reinsetzen. Du eher nicht. Nee, bei mir wird's schwer. Da hast du recht. Aber macht die Polizei da eigentlich gerade eine Hafenrundfahrt oder wieso sind da so viele Zivilisten an Bord? Das sieht so aus. Wahrscheinlich haben die ein paar mitgenommen von der Familie zur Explorer. Das ist wahrscheinlich. Schön. Ob die Fähren es verlassen. Oder sind Praktikanten. Das kann natürlich auch sein. So. Wir lassen den Stream ausklingen mit diesem schönen Bild von der AIDA. Perla war es, ne? Perla war es, ja. Perla. Ihr Lieben, ja, vielen, vielen Dank. Soll ich noch mal die zweite Kamera holen? Ja, mach mal. Aber da muss ich das andere Kabel, obwohl, nee, ist ja egal, wenn das flimmert. Ja, man darf das auch nicht so kritisch sehen, ist doch egal. Doch, doch, sowas muss man sehr kritisch sehen. Aber wenn das zum Tschüss-Sagen ein bisschen flimmert, das ist doch nicht zum dramatisch. Zum Tschüss-Sagen reicht das. Aber das HDMI-Kabel landet gleich direkt im Mülleimer. So, aber guck mal, ich kann, wenn wir uns hier so hinstellen. Warte mal, wenn ich die Kamera in die Hand nehme. Dann schalte ich uns mal hier Bild in Bild. Oh, ich kann gar nichts sehen. Guck voll in die Sonne. Aber wenigstens sieht man uns gut. Nee, du musst dich so ein bisschen vor mich stellen. So, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten, glaube ich, mit der Explorer ein echtes Highlight. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Freut mich natürlich total, dass ihr alle dabei wart, dass ihr auch so fleißig im Chat unterwegs wart, dass ihr uns so unterstützt. Ach, ich kann gar nicht oft genug Danke sagen. Ja, vielen Dank, dass ihr mein Gesappel ertragen habt wieder. Natürlich auch im Namen von Robert, der halt nur kurz im Chat sein konnte. Ein bisschen schade, aber ist halt einfach so. Aber der nächste Stream, der kommt mit Sicherheit. Ihr wisst, wie ihr uns findet. Es gibt da jede Menge Möglichkeiten. Und von daher... Und jetzt kommt ein Fischbrötchen. Jetzt kommt ein Fischbrötchen. Tschüss, Leute. Tschüss.